Weil ich komme jetzt, Jonas! Das sieht gut aus. Komm. Ja, es geht! Geil! Willkommen, meine lieben Jungs, zu einer neuen Folge GTA Online und heute mit dabei der Herr Bergmann immer im Auto mit seinem Polunder wie DCVDNS und daneben holt uns schon Paluten. Guten Tag. Hallo! Hallo! Ja, Paluten, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte dir nicht mit Wort fallen. Ich wollte Ladies First, ne? Ja, das ist lieb von dir, danke. Dena, du hast immer so eine fantastische Anmoderation. Ich danke dir. Und du fährst auch gerade super Auto, ey. Ich feiere das. Ich finde das auch voll toll. Ja, ich habe mir das Auto in der letzten Folge, hat man das bei mir jetzt schon gesehen, gekauft. Und jetzt mit grünen King Yong Edena Crew oder King Yong Edena Armee oder wie auch immer die heißt. Weißt du, das ist unser Crew-Zeichen, dass man halt so grünen Rauch hat. Okay. Und dann musste ich das natürlich hier direkt auch in mein Auto einbauen lassen. Das hat auch 25.000 gekostet, aber YOLO, YouTube Money Haters. Und jetzt fühle ich mich endlich komplett mit diesem Auto. Und jetzt kann ich auch mit einem Paluten mithalten, der wahrscheinlich den ganzen Fuhrpark hat. Sehe ich das richtig? Nee, das ist ein zwar super teures Auto, aber das ist schrecklich. Ich komme hier kaum den Berg hoch. Ich fahre hier so den Oldtimer, ne? Ja, ich bin halt da so verliebt in die etwas älteren Autos, aber irgendwie hätte ich doch mal lieber ein bisschen was anderes. Deine Karre kann ja gar nichts, ey, das ist ja furchtbar. Die zieht mir vollkommen davon, das ist doch völlig... Ja, ich merke das schon, das ist schon ganz cool eigentlich so. Übrigens, wir fahren übrigens gerade zur Militärbase, können wir ja mal kurz sagen, weil... Keine Kratzer. Wir einfach mal Bock haben zu testen, wer als längstes in der Militärbasis überleben kann. Jungs, komm, fahrt einfach weiter, wir müssen wieder warten jetzt. Wer als erstes da ist, so... Ich hatte hier so ein. Ne, ich bin schon weiter hier. Kommt den Berg runter. Jetzt rast einfach hin, komm. Ein paar Luten kommen schon hinterher. Oha, wir haben jetzt direkt Aquaplaning. Ne, das ist gar nicht. Da stehst du ja falsch herum, ne, mein Lieber. Ich frag mich die ganze Zeit, ob du Palutens Vorderseite als Sprungschanze benutzen könntest. Lass mal ausprobieren. Ja, mach mal. Ja, dann nimmt man mein armes Auto. Aber mein Auto ist ziemlich flach, ne? Aber ich kann es trotzdem probieren. Aber wenn ich nämlich zu Fuß vor ihm stehe und einfach geradeaus laufe, dann laufe ich automatisch auf sein Auto drauf. Okay. Warte mal. Ich komm angefahren. Wo bist du denn? Ich stehe hier unten. Okay. Ja, das ist doch jetzt total schräg. Oh Gott! Nein. Sauber. Nein, ich jetzt Wasser. Mein schönes Auto. Ja, grüner Rauch bedeutet nicht gleichzeitig, dass man ein geiler Fahrer ist, ne? Ja, aber grüner Rauch ist halt grüner Rauch immerhin schon mal. Aber warte, der kommt nicht, wenn man nicht auf einer Straße ist, ja, ne? Wahrscheinlich liegt das daran, dass das halt aus einer chemischen, jetzt bin ich ganz dumm. Nein, das soll ich nicht sagen. Ja. Eine chemische Reaktion erscheint das halt zwischen so bestimmten Partikeln, ist ja alles realistisch, bei bestimmten Partikeln, die halt im Reifen mit verarbeitet sind und wenn die halt auf Asphalt treffen, Wasser darf halt auch nicht dabei sein. Das ist Quantenphysik, so. Meinst du? Ja, also zufällig, genau. Du fahr mal los hier, das ist ja sehr unglaublich. Und Paluten ist auch schon wieder weg, ey. Ich dachte, wir wollten dich ja als Sprungschanze benutzen. Ich clear hier vorne alles so. Ja, den holen wir ja ganz schnell wieder ein. Das ist ja kein Ding für einen King. Ja, ja. Aber weißt du, dann verbindet sich das halt und dann entsteht so grüner Rauch, weißt du? Okay. Nee, das hatte ich für gerückt, das glaube ich nicht. Sagen, das ist natürlich alles. Komm, rüber. Ah, jetzt fährt es, weißt du aus, mein Stehner. Ich bin ausgewichen. Ich wollte ja keine Kratzer hier in den schönen Lack machen. Ist ja noch fast heil bei mir. Es ist eine Seltenheit. Komm, was hast du vorne an deinem Auto dran? Hast du das? Hast du so ein. Du hast vorne im Auto hast du so einen Haken, ey. Kann man den da irgendwie einbinden irgendwie für irgendwas? Ich weiß auch nicht, den habe ich auch hinten sogar, glaube ich. Der ist Teil vom Tuning-Paket. Tatsache, gewesen. Ja. Verrückt, ey. Stehst du da vorne sprungbereit? Ja, weil ich komme jetzt, Jonas! Das sieht gut aus. Komm. Ja, es geht! Geil! Mein Auto! Oh, hab ich das getan? Das schöne Auto! Ja, passt. Attack, guckst du mir doch. Wie du auch das. Herr Bergmann, wie du auch da bist, ne, mit deinen Händen gerade. Ja. So. Müssen wir mal rumlimmeln. Eieieiei. Oh, wisst ihr übrigens, wir können, wenn wir gleich in der Militärbasis sind, können wir rein theoretisch die Merryweather-Leute anrufen. Ja, warte. Die können uns dann unterstützen. Bitte kurz aus. Ja, ich hole jetzt meinen eigenen Wagen, mir reicht das, ey. Nein, aber ich steig erstmal kurz aus. Ja, ich steige aus. Okay, wo bist du? Ach, da. Was kommt jetzt? Wieso wirfst du jetzt? Was soll das? Hat wegen dem Raum. Was ist los? Lauf da mal bitte rein. Nee, warum? Das kannst du nachher an den Leuten testen hier. Hier, gib ihm das da hinten zu fressen. Das tut weh. Das ist Tränengras, aber ich weine gar nicht. Desto länger du drin bist, ich glaube, dann stirbst du auch irgendwann. Ja, das soll ich ausprobieren. Keine Kratzer!
Gar nicht krass, Mann. Schau mal dein Auto an, das sieht ja völlig verbeugt aus. Ja, weil ich über dich rübergesprungen bin. Ach ja! Ja, das ist mir zu unsicher bei dir, das ist mir zu unsicher, es tut mir leid. Oh, Ghost, alles peace hier, alles cool, alles cool. So, komm, Militärbasis. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Tränengas her habe. Wir müssen hier lang. Was habe ich dir gegeben? Ach so, danke. Du hast doch nichts. Ich unterstütze dich doch. Herr Bergmann. Ja, immer wieder gerne. Wow, so. Also eigentlich wollten wir in dieser Folge ja nur in die Militärbasis und gucken, wer länger überlebt. Jetzt fahre ich die Strecken, hier bin ich noch nie gefahren. Du machst das schon. In diesen Tunneln aber beginnt auch immer der übelste Horrorfilm, ey. Kennt ihr das? Nein! Vor allem muss es auch ausgerechnet noch regnen, da ist mein Auto noch schlechter. Also ja, die Hochlage ist eine Katastrophe. Ja, du kommst irgendwie gar nicht hinterher, kann das sein? Oh, den hat Polizei oder was? Du bist langsamer als die Polizeipaluten, ne? Nee, ich komm hier, weißt du, alles Gute kommt zum Schluss hier. Zack, vorsichtig. Ich möchte natürlich auch keinen Kratzer hier irgendwie in der Hand. Ja, selbstverständlich, das kenne ich. Oh, jetzt sind wir hier, das ist ja unglaublich. Wir haben dickes Problem. Und jetzt sind wir alles klar. Ich bin weg, Alter, ich habe keine Lust mehr. Mir ist das alles zu bunt hier. Was soll ich denn hier machen? Ich kann ja das Auto ist einfach schlecht. Es ist unglaublich. Auto ist einfach schlecht. Oh nein, nicht ins Wasser! Fuck! Nein, der fährt noch, er fährt. Komm, go. Haben wir jetzt alle alles verloren, ja? Nein, ich bin doch im Wasser, ich kann es doch schaffen. Nein! Mein Auto ist kaputt. Ey, wo ist mein Wagen hin? Getötet. Verdammte Scheiße. Scheiß Polizei, frisst Tränengas. Ah, warte mal, wir können noch einen Bergsmann, lass mal da vorne hin und wir töten einfach die ganzen Polizisten. Und dann? So zur Militärbasis, ich meine, so egal. Ey, ich hab vor all dem, ach egal, Mann. Ich dachte, wenn mein Wagen irgendwo auf der Karte ist, dachte ich, mein Mechaniker würde mir den liefern. Ich hab einen Polizisten gekillt mit Tränengas. Ja, Chief mit Gas oder nicht, ne? Bergsmann, alles ja, cool. Wo ist denn jetzt Dena hier? Ich bin hier im Wasser, ich versteck mich hinter einem Baum. Ja, wir müssen mal den raus. Komm rein. Ja, die holen uns auch sofort hier, die Polizisten. Ach, Quatsch, die können nix. Und dann holen wir jetzt. Ja, und schon sind sie da. Pass auf, hier, Sprengstoff, kein Problem für den King, Alter. Und Sprengung! Nein, ey, du sprengst das Ganze hier. Ja, dann fahr weg jetzt. 3, 2, 1, BATZ! Was macht ihr? Oh Gott! Wir sprengen alles. Komm, steig ein! Wo seid ihr denn? Im Polizeiwagen hier. Ach so! Geh rein. Ich bin drin. Fahr! Alles cool. Weg. Oh. Jetzt aber hier. Mein Wagen wurde zerstört. Ja, müssen wir irgendwie heile machen dann. Wir legen alle zusammen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal irgendwo anrufen, ne? Bei meiner Versicherung. So, ich ruf da gerade mal an. Schildert in den Fall mal. Ja, Militärbasis hier ist können wir vergessen. Ich wohne hier! Ja. Ja, park hier, komm, park. Das ist ganz, ganz schick hier, ey. Ich wohne hier. Aber die Polizei macht natürlich jetzt ein bisschen Stress. Ich geh mal in den Shop rein hier. Ja, es hat voll Geld gekostet. Jetzt haben sie gesagt, mein Ersatzfahrzeug ist da. Ich weiß nicht, was ich geklickt habe, aber eigentlich habe ich jetzt wieder mein Autos hier. Aber mein Mechaniker. Paluten down. Leute, was ist los bei euch? Ey, komm mal. Scheiße. Viele Sterne. Dena, komm mal hier in das Bekleidungsgeschäft. Warte, die Polizei hat mich gerade. Jetzt muss ich schnell nutzen, um schnell reinzugehen in mein Haus. Ja, hau da ab, ey. Das ist unglaublich. Ich dachte, wir wären hier wie Gangster im Bunde, Alter. Im Herzen. Und jetzt lässt du mich hier in dein... Das ist unglaublich, ey. Und warum? Was guckst du jetzt? Mitten im Leben oder was? Nein, das ist nur eine Garage. Da gibt's keinen Fernseher. Du hast so einen coolen Windows-Laptop da liegen. Ich muss jetzt erstmal meinen Mechaniker gucken, ja? Ganz ruhig, ganz locker. Ja, ich hau jetzt ab, ey. Das ist unglaublich. Danke für nichts, Leute. Danke für nichts, ey. Ja, warte, da vorne ist ein Traktor. Ey, du bist so undankbar. Oh, das hab ich gedrückt. Ich bin undankbar? Jetzt fahr doch mal hier, komm. Oh, ja, Paluten. Das war eine richtig gute Number. Ich werd meine Sterne nicht los. Ja, warte, lass mich mal hier mal einsteigen hier. Sogar ein Pilz. Mein blöder Mechaniker soll mir mein scheiß Auto bringen. Ich wollte eigentlich in dieser Folge in die Militärbasis wer länger überlebt machen. Kommst du jetzt mal raus, Dena? Langsam reicht's. Ich bin ja schon auf dem Weg draußen. Der lädt gerade schon. Das liegt nicht an mir. So. Oh, was explodiert denn da? Ja, ich muss dir doch den Weg freisprengen. Ach so, voll nett von dir. Danke, Anke. Wo bist du denn jetzt? Neben meinem Haus. Ich bin gerade ausgestiegen. Da rechts, der kommt da raus. Felser. Oh, ich bin zu nah an meiner Garage. Dann komm mal irgendwie rein jetzt hier. Komm rein. Ja. Go. Oh, ich bin gleich tot. Das war's, Leute. Fahr schneller. Das war's. Also, fahrt schon mal vor, wenn ihr noch nicht down seid. Ja, ja. Oh, Mann, ey. Wieso haben wir denn so viele Sterne? Ich weiß es nicht. Aber jetzt Militärbase hier rechts, oder was? Ja! Ja, okay, alles klar, rein da, ey. Weißt du, wieso haben wir denn so viele Sterne? Ich weiß nicht. Wie kann das denn sein?
Ich bin extra meine Basis gegangen, damit ich nicht so viele Sterne habe. Und das hat alles nichts gebracht. Was machen wir denn jetzt? Ja, scheiße, ich weiß nicht, ne? Fahr mal hier links. Oh Gott. Alter. Oh, aber wir haben eine geile Karre, ey, der hat richtig Power. Links runter. Ja. Okay, und jetzt? Tja. Vor uns ist eine ganze Menge. Anhalten. Ja, aber vor uns ist. Guckst du mal bitte auf die Karte, was da gerade auf uns zukommt? Fahr rückwärts! Ich fahr jetzt hier hoch, Alter. Und dann fahr ich rückwärts. Wo willst du denn hin? Mein Auto steht da. Dein Auto steht da. Ich hab's mir da hinten liefern lassen. Und dann willst du da. Okay, alles klar. Mach mal. Siehst du da unten mein Mechaniker? Ja, ja, ja. Moment. Halt direkt daneben an. Ja. So. Oh, das ist zu weit weg, aber ich versuche. Nein, ich kannst nicht versuchen hier. Ja, warte. So. Scheiße, so. Ich steig schon aus. Oh nein, das war ein Fehler! Ich hab deinen Mechaniker weggerissen. Ja, ist du denkst nur ans Töten mal wieder her. Nee, ich versuche hier einfach nur zu flüchten, das ist unglaublich. Mein Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. Okay, dann holen wir jetzt den als Wagen aus der Polizei. Wir bomben den da raus. Scheiße, wieso wurden das beschlagnahmt? Das verstehe ich nicht. Ach, du bist scheiß Polizei. Oh Mann. Jetzt snipe ich so ein scheiß Polizeiding aus deinem scheiß Heli raus. Und dann klaue ich noch Sterne? Ich nicht, ich bin ja gestorben. Der soll sich mal umdrehen in seinem Heli, dann wird er rausgesniped. Lass mal den da rausholen jetzt hier aus der Scheiße. Ja, okay, ich bin im Sumpf, ich bin mitten im Nichts. Wo ist er denn? Hinter uns. Hinter uns, okay. Ich snipe auch noch so ein scheiß Heli weg, aber die fliegen weg. Ja, wir haben hier eine geile Familienkutsche. Paluten, Alter. Mensch. Gib Gas jetzt. Ich hab das Beste. Das Beste versucht rauszuholen, ja. Ja, nee, das ist einfach das schickeste Auto, was ich gesehen habe. Und den da willst du mit oder was? Ja. Stopp. Oh Gott. Stopp. Ey, was ist hier los? Das ist hier rein! Ja, du darfst einsteigen. Ja, kein Problem. Ich steig auf den Wagen, das ist eine gute Idee. Komm doch mit! Ja, warte. Jetzt haben wir umgefallen. Was machst du da? Okay, so. Ja. Vor allem, es sah gerade aus mit dem Hut, sahst du gerade aus wie Michael Jackson, der hier seinen geilen Trick macht. Weißt du, wo er sich so runter, so biegt. Ja, ab in die Militärbase. Ich bin gleich schon wieder tot. Warum bin ich gleich schon wieder tot? Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe 2 Sterne, weil ich in euer Auto eingestiegen bin. Oh, Mann, ey. Oha, ich glaube, schaffen wir nicht. Oder? Ey, krass. Alles klar. Geschafft, Alter. So, komm, nein, gegen Ende nochmal das Missionsziel erfüllen hier. Wir haben keine Lücken überleben. Wie dreht man denn hier? Das ist ja scheiße. Oh, nee, ey. Und bumm. Okay, jetzt sind wir aber auf dem Weg. Ja. Okay. Mein Ziel ist es, irgendein Flugzeug zu holen, damit ich. Oh, Alter! Wow! Gib Gas! Fahr einfach irgendwo hin, Alter. Nicht auf irgendeine offene Fläche. Ja, scheiße. Mein Ziel ist, irgendwas zu klauen, damit wir mein Auto wiederholen können. Ja, fahr mal rechts. Okay. So, fahr ich hier irgendwo rechts. Soll irgendwo ich hier anhalten? Ja. Ich halt hier an. Ja, dann halt hier an, ey. Und hol mir das Jet. Ja, den will ich mir holen, Ja, wie geil, ja, Alter. Hol dir den Jet, Alter. Ich fahr mal weiter. Ja, ihr steigt ein und fahrt weiter am besten. Oder holt euch irgendwas anderes, dass wir alle einen Jet haben. Oh, ich könnte es schaffen, den zu bekommen. Wenn ich schnell genug losfliege. Ich bin richtig angespannt. Ich bin völlig fix und fertig, Alter. Einer. Wie leicht das ist! Ich werde wie, das ist fährt Paluten dahin, Alter, das ist... Nein! Ich bin abgeschossen! Nein! Oh Gott, ich hab's geschafft, den ersten auszuweichen! Aber ich bin noch nicht weg! Aber ich bin schon voll weit weg! Lass das mal jetzt Paluten, Alter, ich nehm den jetzt! Wieso willst du den denn? Das ist weiter! Ihr könnt mich doch nicht hier völlig alleine lassen, ihr seid so welche Penner! Ihr seid so welche Penner, jetzt komm da vorne! Ich hasse euch! Ihr seid so welche Penner! Mir folgt ein Chat! Was soll ich tun? Ja, ausweichen! Ja, aber der schießt aber gar nicht auf mich gerade. Ey, ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein, ey. Ihr seid so gemein. Ihr seid so gemein. Es ist unglaublich. Oh, Alter. Hier, oh, Alter Schwede. Nein. Seid ihr schon überhaupt tot? Ihr lebt doch noch. Ich flieg so ein bisschen über die Base. Jetzt stecke ich hier fest. Nein, ich bin tot. Den anderen und schießt ihn einfach ab, den anderen Spacko. Oh, shit, ich bin tot. Oh, lame. Was könnt ihr überhaupt, ihr Noobs? Dena ist so nice über der Base, bin ich so links rechts geflogen und dann kam auf einmal so eine Rakete. Seid ihr beide tot? Ja. Ich lebe mit Jet. Mit Jet? Ich flieg jetzt dahin, wo ja, warte mal, hab ich die Challenge aber gewonnen, ey. Ich bin hier immer noch in der Militärbase am Leben. Ja, das wäre... Alter Schwede. Ey, bei mir ist gerade genau vor der Nase. Wir können die Challenge in einer anderen Folge nochmal machen. Nochmal richtig. Ey, bei mir ist ein Panzer, der springt hier gerade komplett raus.
Leute, hilft mir mal. Ja, wie soll ich denn mit eigenem Auto reinfahren, weißt du? Ey, Leute, es ist unglaublich. Bitte. Ja. Ja, aber du bist ja innen der Militär. Ja, und direkt vor mir ist ein Panzer, Mann. Und die checken alle nicht, wie sie mich hier rausholen. Ja, dann gib dem Panzer doch mal Saures. Ja, wie soll ich den Panzer... Hol dir doch den Panzer. Ich bin hier gefangen. Weißt du, wie viele Leute hier sind? Auf meiner Karte sind bestimmt 10, 20 rote Punkte. Ach. Ah, das ist doch kein Ding für den King. Ich spring jetzt erstmal raus. Da kommt der Panzer. Und lande jetzt einfach mal genau auf meinem Auto drauf, okay? Schaffe ich das? Ach, wie ihr mich im Stich lasst, das ist unglaublich. Ja, ich häng vor der Basis und laufe hier so ein bisschen. Ich mach ein bisschen Morgengymnastik. Ey, ich gehe hier nicht ohne lauten Knall, das habe ich gesagt, ey. Ja, wo ist denn der Scheiße? Ach, hier unten! Ach, da ist es, okay, ich hab's gefunden. Ja, es wird schwer darin zu landen, ich muss noch mal ein bisschen Bogen fliegen. Ganz langsame, schöne Kurve. Was passiert denn, wenn ich einfach durch den Haupteingang spaziere bei denen? Warte. Oh Gott! Nein! Wie bist du denn jetzt schon wieder gestorben? Ich bin auf eine Ampel raufgefallen. Auf eine Ampel? Ich war 3 Meter beim Boden und bin gegen eine scheiß Ampel gekommen. Aber ich bin genau gegenüber von meinem Auto wieder gespawnt. So ein Scheißdreck, aber jetzt hol ich mir mein Auto. Oh, Alter. Du stehst da selten dämlich. Ey, ich will einmal in meinem Leben einen Panzer zerreißen. Das wäre geilste toll, überhaupt. Ne? Oh, das war aber nicht so gut, Mann. So, jetzt kletter ich hier rüber und dann habe ich gleich mein Auto wieder. Endlich. Bro, was machst du denn da? Die sind was machst du keine denn Autos, da? Ey. Geh doch weg. Ich hänge hier noch andere coole Autos, ne? Oh, ich habe direkt 2 Sterne bekommen. Ich habe direkt 2 Sterne bekommen und die schießen sofort auf mich. Ey, ihr kriegt mich nicht, Mann. Ihr kriegt mich nicht. Diese scheiß Spacken. Mit meinem grünen Rauch werde ich euch vergiften, so. Selbstmord, egal, alles klar. 3 Sterne, Schesel-Mesel. Das Tor geht nicht auf. Jetzt, das dauert aber. Okay, go. Ich habe mein Auto wieder. Yes! Läuft bei mir. Okay, das war eine sehr, sehr nervenzerreißende Folge. Eigentlich wollten wir diese Challenge in der Militärbasis machen. Wir haben längst überlebt. Da ist es nicht ganz was geworden, aber immerhin habe ich jetzt mein Auto wieder und ich hoffe, ihr lebt auch. Und das ist die Hauptsache. Und so vielleicht können wir die Challenge in einer anderen Folge mal machen, dass wir da mal was machen. Oh, hier steht einfach mal. Bist du das? Nein, ist jemand anderes. Der hat einfach mal so ein. Oh nein, der will auf mich schießen! Bevor ich sterbe, beende ich lieber die Folge. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen 14 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall mal bei Paluten und der Bergmann vorbei. Wir haben auch ein bisschen mehr Skill und Autos und Geld und Fame. Und Freunde, die einem im Stich lassen. Okay, alles klar. Genau, das alles. Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.